Männer, ich vermeide mal Augenkontakt, ne? Nicht, dass hier doch irgendjemand unnötig in Flammen aufgeht. Wuff. Ah, jetzt ist der Messi endlich Weltmeister, ne? RTL 2 plant schon eine Doku. Das Messi-Team. Start in ein neues Leben. So ein Finale hat die WM eigentlich gar nicht verdient. Ich habe geguckt hier bei uns im argentinischen Steakhouse, ne? Kam der Koch zu mir und hat gesagt, ich habe schon Steak gebrutzelt, da hat Maradona noch gespielt. Und ich so, ja, und warum servierst du die jetzt erst? Argentinien, ey. Das Land der Tore und Steaks. Da holen sich die Vegetarier die Koteletts beim Gärtner. Nö, Hermann, du bist auch unser Secondhand-Vegetarier. Nach dem Motto, Kuh ist Gras, ich ess Kuh. Weltmeister an Weihnachten, ne? Das ist völlig Lack. Was du in Argentinien beim Krippenspiel machst, Angel spielt Di Maria. Unser Patrick ist... Patrick! Unser Kettenraucher, ne? Letztens mit seiner Ollen Weihnachtsvorbereitung, sie so, ja, für unsere Grippe, da fehlen die Kamele. Patrick geholfen, hat unter den Weihnachtsbaum so 3 Päckchen Camel gestellt. Auch wieder nicht richtig, ne? Andi! Unser Andi, Stefan und Hermann sollen ja jetzt bei uns im Dorf Heiligen Drei Könige spielen. Sehe ich undeutlich, ne? Die mit der Kiste Weizenbier durchs Dorf rennen und dann an jeder Tür klingeln und sagen, hallo, wir trinken mit Ihnen 3 Weizen aus dem Morgenland. Stefan, zielst du hier nochmal auf die Zuschauer, die hier stehen mit einer Tasse? Dann knallt's. Die haben nicht gesagt, die wollen Glühwein mit Schuss. Am besten war dem schwarzen Umhang, den der Messi bekommen hat, da vom Katar-Scheich bei der Siegerehrung. Geil, ey. Weißt du, da kriegst du endlich den WM-Pokal und das im Trauerflor. Katar zieht aber auch bis zum Ende durch. Der Infantino und der komische Scheich da aus Katar, die waren bei der Siegerehrung so unangenehm lange im Bild, dass du gedacht hast, die schicken die argentinischen Spieler gleich weg und feiern am Ende selbst. Mein WM-Fazit ist, ganz klar, wir brauchen einen neuen internationalen Fußballverband. Sicher, im Boxen gibt es auch 3 Verbände. Und vielleicht mal einen, der Fußball nicht in die Politik zieht und den ganzen Sport mit seinen Werten mal so vertritt, wie es sein soll. Und vor allem die Basis fördert, schätzt und akzeptiert. Weil im Fußball ist es so wie im Bergbau. Nur wenn du unten förderst, kannst du oben fordern. Andi, runter, du bist ab jetzt unser Busfahrer. Ja sicher, durch das Zischen der Türen im Bus hast du für dich das Dosenbier entdeckt. Und beim DFB wird jetzt alles gut. Ne? Wir haben jetzt eine Taskforce für die Euro 2024. Die retten den deutschen Fußball. Einfach mal alle alten grauen Wölfe, die wir haben, im deutschen Fußball zusammengewürfelt und mal gucken, was rauskommt. Sammer, Kahn, Völler, hier Minzlaff oder was macht der denn? Traditionsbeauftragter? Kennt er ja aus Leipzig. Ne? Hier, Karl Rummenigge ist auch dabei. Kriegt jeder jedenfalls eine schöne Uhr aus Katar. Damit jeder auch drauf gucken kann, wie viel Zeit wir noch haben bis zu Euro 2024. Also die Taskforce, die tritt an so einem richtigen Punkt in den DFB ein. Weil es hat sich, glaube ich, noch nie jemand weniger für die Nationalmannschaft interessiert als jetzt. Hat der Kollege Bioff marketingtechnisch richtig geil gegen die Wand gesemmelt. Geiler Typ. Du brauchst für die Nationalmannschaft gar kein Marketing. Du brauchst einfach Leute, die Bock haben, für ihr Land auf dem Platz alles zu geben. Und da frage ich mich gerade, wo sollen die bis 2024 herkommen? Ist praktisch, dass die Europameisterschaft 2024 in Deutschland stattfindet. Wir brauchen unsere Jungs nach der Vorrunde jedenfalls nicht nach Hause fahren. Patrick! Komm runter da! Jetzt fährst du mal in die Disco und guckst, was für Reste da sind! Du Rettungsgynäkologe! Hallo, wir haben 2022. Gott, ging mir das dieses Jahr alles auf den Sack, ey. Zum guten Ende noch, die VfL Wolfsburg-Spieler müssen jetzt, weil sie Maskenpflicht im Zug missachtet haben, einen Tag als Zugbegleiter arbeiten. Ja, das hat einen Vorteil, wenn die VfL-Spieler vorm ICE stehen, dann sehen sie jedenfalls einmal Anhänger. Mein Fazit für 2022 ist ganz klar. Letztens haben sie bei der Sendung mit der Maus 30 Minuten gezeigt, wie man Alkohol herstellt. Und am Ende haben sie Desinfektionsmittel draus gemacht. Ich heute noch traurig, ey. Zwischen den Jahren ziehe ich mir erstmal Darts-WM rein zum Runterkommen. Das sind die letzten Worte von dem spanischen Torero, der sich für Darts interessiert. Bullseye. Ich wünsche euren Familien auf jeden Fall ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
einen guten Rutsch ins neue Jahr. Oder wie ich sagen würde, 2022, pfeif ab die Scheiße. Kevin! Boah, der ist so hohl. Er letztens zu seiner Freundin. Ach, Schatz. Und sie so, Kevin, was säufst du denn so? Und der Kevin, ja, am liebsten Pilz. Na, Hermann, du bist auch unser Second Ten. Nochmal. Ah, Weltmeister in Weihnachten. Stefan! Nee, nochmal. Stefan, ziehst du doch mal auf meine Tasse, die da in der Kabine steht. Nee, dann macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich habe gar keine Tasse in der Hand. Den muss ich anders machen, ne? Anni, komm runter. Du bist ab heute unser Busfahrer. Seitdem wir das Zischen der Türen entdeckt haben. Nee, nochmal.